Wo stehen wir an den Börsen? Interessant ist, dass viele Privatanleger jetzt schon wieder Chancen sehen und kaufen. Aber die Großanleger, die sehen komplett schwarz. Sind die Großanleger zu pessimistisch inzwischen oder laufen die Kleinanleger jetzt mal wieder in eine ganz böse Falle? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wir sind in einer Krise und dementsprechend haben wir eben auch eine schwere Korrektur am Aktienmarkt. Und man hört auch diesmal wieder, die Krise macht die Reichen reicher und die Armen ärmer. Ich würde das bezweifeln. Also was klar ist, natürlich die Inflation zum Beispiel, die trifft arme Menschen ganz besonders hart, ist klar. Aber was nicht ganz klar ist, warum jetzt in einer Zeit, in der die Preise für Vermögenswerte fallen, warum da die Reichen reicher werden sollten, das ist natürlich nicht so. Es profitieren sicherlich Leute aus ganz bestimmten Sektoren und wer auch profitieren kann, das ist derjenige, der genug Geld hat jetzt, um sich jetzt nochmal Vermögenswerte günstiger zu kaufen als vor einem halben Jahr. Aber auch das ist nur rein theoretisch, weil wir wissen ja nicht, ob Vermögenswerte, so wie Aktien, ob die im nächsten halben Jahr jetzt nicht noch mehr fallen. Ich war am Wochenende auf dem Münchner Börsentag und wenn es Orte gibt, wo man diese vielbeschworene Umverteilung von arm nach reich, wo man die sehen kann mit eigenen Augen, dann sind es solche Finanzmessen. Mit diesen ganzen Ständen, die es da natürlich gibt und mit der Animierung, dass man jetzt das und das unbedingt machen sollte. Und der Kleinanleger, der lauscht da ehrfürchtig den Experten, die dann da ja auch da sind in Hundertschaften. Und ich will mich da gar nicht groß drüber mokieren, weil ich gehöre im weitesten Sinne ja auch zu dem Sektor. Was mir aber aufgefallen ist diesmal oder was mir immer öfter auffällt eben, erstens, die Privatanleger, die werden doch immer kritischer und sind auch immer besser informiert von Jahr zu Jahr. Das ist schon mal gut. Und das Zweite war, es war auch nicht wenig los auf dem Börsentag da. Also wenn man bedenkt, dass ja auch ein Bombenwetter war am Wochenende und dass die Stimmung unter den Anlegern ja eigentlich schlecht sein müsste. Viele haben Geld verloren, aber sie waren trotzdem da. Und auch das ist gut. Der letzte große Börsenboom, wo die Privatanleger voll mit drin waren, das war in den späten 90er Jahren, würde ich sagen. Also Telekom-Aktie, Infineon und jeden Tag neue Emissionen am neuen Markt, der völlige Wahnsinn damals. Und als das dann aber zusammengebrochen ist, da kann ich mich gut erinnern, so 2003, 2004, da hat es dann Umfragen gegeben, ob sich die Deutschen vorstellen könnten, dass sie in Aktien investieren oder in Fonds. Und ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr parat von damals, aber das war vernichtend. Aktien waren völlig diskreditiert, die Leute haben davon die Schnauze voll gehabt und die Aktienkultur war eben auch am Boden. Und heute weiß man aber natürlich, wer damals gekauft hätte, der hätte viel Geld verdient. An sich, die Stimmung ist wieder rattenschlecht. Das hier, die dunkle Linie, das ist der DAX. Und in Orange das sogenannte DAX-Sentiment. Das wird erhoben vom Handelsblatt bei 7000 Teilnehmern. Und wir haben hier die letzten 6 Jahre. Und es hat sich jetzt mit der DAX-Korrektur eben auch immer weiter verschlechtert. Und wir sind jetzt wieder genauso tief wie Anfang 2019 und Anfang 2020 am Anfang vom Corona-Schock. Was aber beides Wendepunkte waren natürlich. Und wenn man das hier sieht, dann ist die Versuchung schon groß, dass man sagt, schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr kommen. Das mit dem Stimmungstief, das gilt aber anscheinend nicht für die aktiven Privatanleger. Das ist der sogenannte EUAX Sentiment Index von der Börse Stuttgart, das EUAX Sentiment der Privatanleger. Die kaufen da Puts und Calls und daraus kann man eben ablesen, rechnen die Privatanleger jetzt mit steigenden Kursen oder mit fallenden Kursen.
Man muss natürlich schon einräumen, wer sowas macht, ist jetzt auch nicht ganz der typische Privatanleger, aber es sind Privatanleger. Und das ist jetzt eben der Einjahreschart von diesem Sentiment. Und die Privatanleger sind eben jetzt so optimistisch, wie sie dieses Jahr noch nie waren. Sie setzen ganz stark im Moment auf eine Markterholung. Und das steht aber in einem absoluten Kontrast zu dem, was die Institutionellen machen an der Eurex. Die sind nämlich ziemlich pessimistisch, oder man kann das zumindest da ablesen. Sie sichern sich stark ab mit Puts. Das Verhältnis von Puts zu Calls ist letzte Woche gestiegen auf das 2,6-fache da. Jetzt ist es wieder ein bisschen niedriger. Wir haben aber eben trotzdem eine Konstellation, wo die kleinen Anleger anscheinend in den Markt reinrennen und die großen ihn aber eigentlich schon wieder verkaufen. Und das mit dem Privatanlegeroptimismus, das deckt sich auch mit einer Erhebung von eToro in den USA im Juni, wo die Börsen ja da stark gefallen sind auch. 64% von den eToro-Kunden, die haben alles so gelassen, wie es war. Aber 28% haben zugekauft und nur 8% haben verkauft. Der Kleinanleger ist also wieder oder er ist immer noch bullish. Hat er damit recht oder macht er sich zum Kanonenfutter jetzt der Großanleger? Weil viele sagen ja, die Großanleger, die sind deutlich schlauer und die haben auch einen großen Informationsvorsprung. Und der Kleinanleger ist ja eigentlich an der Börse nur das dumme Geld. Hier haben wir nochmal das Sentiment bei den absoluten Großanlegern aus der monatlichen Umfrage der Bank of America. Die hat 259 Teilnehmer und die verwalten 722 Milliarden Dollar. Es ist extrem schlecht, es ist so schlimm wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr und die Cashquote ist sogar so hoch wie seit 2001 nicht mehr. Sie sind stark untergewichtet in Aktien, sie sind besonders stark untergewichtet in Technologie, Banken, zyklische Konsumaktien. Sie fahren jetzt auch die Rohstoffaktien runter und sie sind übergewichtet im Dollar, sie sind übergewichtet in defensiven Aktien, also Versorger und Pharma und nicht zyklische Konsumaktien. Und das ist übrigens genau das, was ich hier vor einem halben Jahr auch schon gesagt habe in meinem Ausblick auf das Jahr 2022. Damals waren wir auf Höchstständen noch. Und meine Empfehlung war 2022 vielleicht ja mal die Korrektur nicht gleich wieder kaufen und auch das Portfolio mal durchgehen, umschichten weg von Wachstumsaktien in der Tendenz und hin zu Value-Aktien. Ich will mich jetzt nicht zu sehr loben hier an der Stelle. Es geht mir auch nur darum, dass ich Sie für ein Abo gewinne hier. Da war auch die Glocke drücken, das ist die Benachrichtigung für neue Videos auf dem Kanal, damit Sie eben die wichtigen Videos auch dann sehen, wenn sie aktuell sind und nicht erst ein halbes Jahr später. Sie haben es in der Hand. Aber wie auch immer, das mit den defensiven Aktien, das ist jetzt inzwischen auch nicht mehr besonders originell. Und viele von den defensiven Aktien sind jetzt auch schon relativ teuer. Die Erkenntnis aus dem Ganzen ist im Moment vor allem, dass eben die Großanleger wirklich schwarz sehen. Sehen die schon zu schwarz? Viele gehen ja davon aus, dass die steigenden Preise und die steigenden Zinsen jetzt, dass das für die Wirtschaft ein absoluter Schock wird. Aber steht es überhaupt schon fest? Also nehmen wir jetzt mal nicht Europa. In Europa ist die Lage schon ein bisschen ernster. Aber nehmen wir mal USA, Weltleitbörse, wo man ja jetzt auch feststellt, so langsam, dass es da schon auch etliche Unternehmen gibt, die mit der Lage bis jetzt zumindest ganz gut klarkommen. Wir haben jetzt ja auch wieder einen Erholungsversuch da und was bemerkenswert ist, wir haben diesen Erholungsversuch trotz der harten Inflationsdaten auch von Mittwoch letzter Woche. Viele haben ja gehofft, die Inflation geht zumindest leicht zurück und dann aber die Juni-Daten, wo sie eben noch weiter gestiegen ist, die Inflation auf 9,1%. Und trotzdem geht es seitdem aufwärts, weil die Marktteilnehmer gehen trotzdem davon aus, dass die Inflation bald wieder zurückgeht, weil das Wachstum eben zurückgeht und weil auch die Rohstoffpreise fallen ja im Moment, sodass dann vielleicht die Fed die Zinsen eben doch nicht mehr so stark anhebt, wie man das geglaubt hat vor einer Weile noch. Und
Vielleicht kommen wir ja wirklich auch halbwegs durch die ganze Sache durch. Also mit Zinserhöhungen, die vielleicht nur noch moderat werden und mit einem Wirtschaftsabschwung, der auch nur moderat ist, und mehr wollen die Börsen ja auch gar nicht. Und dann gibt es jetzt vielleicht noch ein, zwei schlechte Quartale, aber was soll's? Man sieht ja sowieso schon alles zappenduster. Das ist das, was die ersten Optimisten jetzt eben auch durchspielen an der Börse. Es bleibt aber trotzdem schwierig, gar keine Frage. Also es gibt nämlich da natürlich auch ein paar ganz böse Schleifen. Also zum Beispiel, dass mit den Aktien jetzt auch die Rohstoffe zum Teil ja auch schon wieder hochgegangen sind, und das untergräbt dann natürlich wieder die Hoffnung auf fallende Zinsen. Oder aber, dass die Inflation eben wahrscheinlich doch nur dann zurückgeht, wenn eben auch das Wachstum deutlich zurückgeht. Und dann gehen aber wahrscheinlich auch die Unternehmensgewinne zurück und die Bewertungen gehen dadurch bei gleichbleibenden Kursen wieder hoch. Wir sind also schon immer noch in einem Schlamassel und der geht auch nicht von heute auf morgen weg. Die Frage ist eben nur, wovon gehen wir an den Märkten jetzt schon aus? Das ist der breite amerikanische S&P 500 Index auf ein Jahr. Und ein Charttechniker, der wird Ihnen ganz einfach sagen, wir sind eindeutig eben einfach noch in der Abwärtsbewegung. Da hat sich bis jetzt nichts geändert, und solange sich das nicht ändert, gehen wir auch davon aus, dass sie sich fortsetzt. Punkt. Und hier der gleiche Index nochmal auf 10 Jahre. Wir sind in der Korrektur, sehen wir hier auch. Die tut auch weh. Viele Einzelaktien sind ja auch stark gefallen. Aber der ganze Index, der ist von seinem Allzeithoch jetzt eben auch erst 17% im Minus. Es ist also mit Sicherheit im Moment ein Irrtum, wenn man sagt, der Markt ist jetzt schon so stark gefallen, es kann jetzt nur noch aufwärts gehen. Bärenmärkte können sich sowieso hinziehen. Die meisten seit dem Zweiten Weltkrieg, die haben mindestens ein Jahr lang gedauert. Der in der Finanzkrise, der hat 17 Monate lang gedauert, und 2000, im Jahr 2000, als die Internetkrise war, die Internetblase geplatzt ist, das hat sogar 30 Monate gedauert. Und die Kursrückgänge da, die waren auch viel stärker, als sie das jetzt sind bis jetzt. Und was jeder, ja, der schon mal einen Bärenmarkt auch mitgemacht hat, was jeder auch bestätigen kann mit Sicherheit, das ist das, was wir jetzt gerade haben, also diese ganzen Erholungsversuche auch und die vielen Kommentare so in die Richtung, dass es jetzt schon ganz viele Kaufgelegenheiten wieder gibt und so weiter. Das ist eigentlich eben auch sehr typisch für Bärenmärkte. Ich meine, das ganze Leugnen eben auch letztlich, dass man eben ständig auch glaubt, das ist bald vorbei und bald geht es wieder aufwärts, weil es eben auch gar nicht anders sein kann. Ein Bärenmarkt ist eine ernste Sache, und man muss sich auch gerade dann, wenn man eben das Gefühl hat, man müsse schon wieder kaufen, wenn man da ganz hibbelig ist, was bei mir auch zum Teil der Fall ist, man muss sich gerade dann eben schon auch kritisch hinterfragen, immer wieder, und sich schon auch klar machen, es kann auch noch anders kommen die nächsten Monate. Und ich habe Ihnen vor 2 Wochen ja schon mal gezeigt, wie es mir gegangen ist damals im großen Absturz nach dem Jahr 2000. Als warnendes Beispiel einfach. Wie gesagt, der Markt ist damals eingebrochen erstmal um über 50%, also auch viel stärker als jetzt. Dann Ende 2001, aber die starke Erholung, wo ich mir sicher war, das war's jetzt. Und ich steige jetzt optimal ein auf den Tief. Was bin ich doch für ein brillanter Kopf. Nur dann eben nochmal ein Einbruch, und zwar auch nochmal um über 50% beim DAX. Aber, und das muss man eben auch sagen, am Ende des Tages, die meisten von diesen Käufen da damals, bei einem DAX-Stand von 5000, nach ein paar Jahren waren es dann eben doch gute Käufe, und irgendwann war ich dann eben auch mal froh, dass ich das damals so gemacht habe. Und was man auch feststellen kann, die Großanleger, die sind eben auch nicht unfehlbar. Und letzten Endes, Sie haben ja die Sentiment-Charts vorhin gesehen, wann immer das Sentiment von den Profis derart schlecht war, das waren am Ende dann doch immer gute Kaufgelegenheiten eigentlich. Das Tief trifft man nie. Ich plädiere auch nach wie vor für Vorsicht, definitiv. Ich glaube aber, man kann trotzdem langsam
auch wieder ein bisschen aus der Deckung gehen als Anleger und man kann langsam von den Aktien, die man gut findet, auch wieder ein paar kaufen. Wenn man in der Lage ist, dass man es sehen kann als ein Investment, jetzt nicht kurzfristig, sondern für 5 oder 6 Jahre mindestens. Man kann es natürlich auch kurzfristig sehen, dann setzt man wahrscheinlich einen Stopp jetzt direkt und das letzte Tief oder irgendwie so, aber langfristig ist das Ganze wahrscheinlich interessanter und verstehen Sie das jetzt wie gesagt nicht als den großen Aufruf zum großen Einstieg in den Markt. Der Trend ist definitiv nicht unser Freund zurzeit, aber der Bärenmarkt kann unser Freund sein. Warren Buffett hat mal gesagt, Unsicherheit ist der Freund des Langfristanlegers und der muss es ja wissen. Und hier zur Erinnerung nochmal, das ist nicht Warren Buffett, sondern das ist es einfach mal der Bär. Der Bär an sich, die Schreckensfigur für jeden Anleger. Aber je langfristiger Sie denken, desto positiver können Sie auch das sehen, was gerade passiert. Und umso größer ist eben auch die Chance, dass Sie von diesem Bärenmarkt jetzt tatsächlich profitieren und dass Sie auch wirklich Ihren Vorteil ausspielen können gegenüber den Großanlegern. Die Großanleger sind normalerweise im Vorteil. Also der Meinung bin ich schon auch. Aber Sie haben eben oft auch das Problem, dass Sie prozyklisch vorgehen müssen. Also Fondsmanager zum Beispiel. Der kleine Anleger kann machen, was er will. Das heißt, in schlechten Marktphasen ist eben unter Umständen der Kleinanleger im Vorteil, wenn es ihm gelingt, dass er sich nicht zu sehr runterziehen lässt von der ganzen Sache. Bärenmärkte machen die Reichen ärmer, ab und zu machen sie aber eben auch ein paar, die nicht ganz so reich sind, reicher, nämlich die, die auch in schlechten Marktphasen dranbleiben können an der Sache. Ich darf Sie auch noch hinweisen auf unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Die kommen ja regelmäßig von uns. In der nächsten Ausgabe geht es um Lithium. Lithium ist einer von den wenigen Rohstoffen, die in den letzten Monaten nicht gefallen sind, weil er natürlich stark gefragt ist für die Elektroauto-Akkus. Und wir stellen Ihnen im nächsten Report 2 Lithium-Aktien vor aus China. Ein etabliertes Unternehmen, das an der Börse ist und ein Newcomer aus dem Lithiumsektor. China hat da natürlich auch ambitionierte Pläne im Elektroautobereich und will eben auch bei Lithium möglichst großen Teil von der Wertschöpfungskette selber abdecken. Und die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und abgesehen davon, wie gesagt, ich freue mich hier außerdem natürlich auch über jeden neuen Kanalabonnenten. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.